Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte dich ermutigen, komm, lass uns gemeinsam Lobpreis machen. Lass uns den Herrn loben und preisen, ihm, dem wir alles verdanken. Und mach mit dort, wo du bist, gerade zu Hause und erheb nur seinen Namen. Es geht um Jesus alleine. Jesus, wir danken dir für deine Güte, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du hier mitten unter uns bist, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du in jedem Haus jetzt bist, Herr. Während wir dich erheben, Jesus. Amen. Beugt sich alle Welt vor ihm. Ketten brechen, wenn zerbrochene Herzen ihn verehren. Wer kann unser Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig. Er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Wir heben dich. Komm, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn, der Herr. Der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei. Wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda, sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe und jeder wird sich vor ihm beugen. Jesus, denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt und sein Blut befreit und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Jesus, wir erheben deinen Namen. Du kämpfst unsere Kämpfe, Jesus. Herr, wir preisen dich. Du bist würdig, Jesus. Lass uns gemeinsam singen. Niemand hält dich auf, Jesus. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Jesus, niemand hält dich auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Jesus, du regierst über alle. Wer kann unseren Gott aufhalten? Oh, niemand hält ihn auf. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Jeder wird sich vor ihm beugen, denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit, und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Ja, jeder wird sich vor ihm beugen.
unser Gott auf all dir. Niemand hält ihn auf. Jesus, niemand hält dich auf. Niemand ist so wie du. Jesus, du allein bist hoch erhöht, Jesus. Deinen Namen preisen wir an diesem Morgen, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine unendliche Liebe, Herr, die du erwiesen hast. Jesus, wir preisen dich und erheben deinen Namen allein. Jesus, es geht nur um dich. Lass uns an diesem Morgen wirklich Jesus allein die Ehre geben. Ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut. Lass uns gemeinsam singen. Oh, wie endlos überwältigend, gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auch, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft für mich. Du warst schon immer gut zu mir. Danke, Jesus. Ich war mir nicht wert, doch du hast bezahlt für mich. Du warst schon immer gut zu mir, Jesus. Und so wie endlos überwältigend gewagt ist, du liebst, oh, du kämpfst für mich und spürst mich auch, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern,
zertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen, Jesus. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend, gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, bis 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Gnade. Wer sind wir, Herr, dass du auf die Erde kamst, um für uns zu sterben, rein aus Liebe, damit wir Gemeinschaft haben mit dir, Herr. Oh, Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an, Jesus. Oh, wir beten dich an, mein Jesus. Mögest du jeden Schatten erleuchten in unserem Leben. Herr, offenbare dich uns ganz neu. Lass uns singen, du erleuchtest. Erleuchtest alle Schatten, erglimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erglimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen. Komm, lass uns gemeinsam singen. Du erleuchtest. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, bis 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du Jesus, würdig allein bist du.
Lamm Gottes, du sitzt auf dem Thron und du regierst, Herr. Dich alleine beten wir an, Jesus. König aller Könige. Sei dein Name hoch erhöht.
heilig bist nur du. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Kommen wir zu den Ankündigungen. Die Veranstaltungen diese Woche finden, wie schon seit fast 2 Monaten, nicht in der Gemeinde statt. Leider sind die Auflagen immer noch nicht genug gelockert. Aber wir lassen uns als Gemeinde nicht aufhalten. Ja, wir machen trotzdem unsere Hauskreise, unsere Gebete, unsere Gottesdienste. Und es findet natürlich alles online statt. Ja, am Dienstag Hauskreis, ihr kennt das, über Skype oder Zoom. Ich denke, die Hauskreise haben sich inzwischen zusammengefunden. Ja, ihr wisst inzwischen, wie das geht. Am Donnerstagabend haben wir einen Livestream auf YouTube. Da werdet ihr den Link rechtzeitig bekommen über die Infogruppe. Und am Sonntag haben wir unseren Gottesdienst, auch wie gewohnt, 10 Uhr. Und auch da bekommt ihr den Link rechtzeitig über die Infogruppe geschickt. Wie ihr wisst, sind wir als Gemeinde spendenfinanziert. Wir haben auch jetzt während der Corona-Krise haben wir Ausgaben und wir müssen es auch weiterhin finanzieren. Ihr habt auch davon gehört, dass wir ein Gemeindegebäude kaufen und mutig nach vorne gehen. Wenn du es auf dem Herzen hast, in die Gemeinde zu investieren, in das Reich Gottes zu investieren, da kannst du das jetzt tun. Wir werden jetzt einen PayPal-Link, einen QR-Code einblenden. Hier oben müsste das gleich gezeigt sein oder es ist schon gezeigt. Und wenn du was auf dem Herzen hast, dann nimm einfach dein Handy, mach deine Kamera an, scan diesen Link und dann kannst du an unsere Gemeinde spenden. Alternativ, weil du dich mit PayPal nicht so sehr auskennst, dann kannst du uns auch eine Überweisung schicken. Auch die IBAN-Nummer wird jetzt eingeblendet in das Bild. Und jetzt habe ich noch eine nicht so gute Nachricht an euch. Und zwar an alle, die sich auf das Camp gefreut haben. Wir, die Camp-Leitung oder Camp-Mitarbeiter, haben uns entschieden, dass wir das diesjährige Camp absagen. Wir haben bis jetzt gehofft, dass die Maßnahmen locker genug sind bis zum Camp. Wir müssen uns ja an das französische Gesetz halten. Und die Franzosen haben letzte Woche ein paar Lockerungen beschlossen und die Lockerungen sind nicht so stark, dass wir ins Camp fahren dürfen. Momentan dürfen wir nicht mal über die Grenze fahren. Wir wissen bis zum letzten Tag des Camps nicht, ob nicht doch Ausgangssperre in Frankreich herrscht. Das sind so alles Themen, die uns das schwer gemacht haben. Und wir haben einfach im Sinne der Teilnehmer und der Mitarbeiter entschieden, dass wir das Camp absagen und ja, jetzt haben wir alle frei. Wir können uns auf andere Dinge fokussieren, zum Beispiel auf das Gemeindegebäude. Ja. Und wir freuen uns alle darauf, dass wir nächstes Jahr das alles wieder in voller Kraft angehen können und alles wieder nachholen können. So, das war's auch schon von meiner Seite und ich freue mich, unseren Prediger für heute anzukündigen. Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen und deswegen freuen uns umso mehr. Eduard, ich bitte dich auf die Bühne. Danke, Waldemar. Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass wir uns bald wiedersehen. Uns geht's ganz gut. Wir sind alle gesund und munter und glücklich. Und der Kühlschrank ist auch noch voll. Wir haben neulich Zuwachs bekommen. Also nicht wir, sondern unsere Tochter hat eine kleine Julien bekommen. Das haben die meisten wahrscheinlich mitgekriegt. Aber die, die noch nicht wissen, also kündige ich jetzt hiermit an. Aber das Beste an der ganzen Geschichte ist, ich bin endlich
endlich mit einer Oma verheiratet. Ist das nicht toll? So, ich habe auch angekündigt, dass es am Anfang der Corona-Krise so ich viel weniger Arbeit bekommen habe und auch der Einkommen schwand. Aber wenn man sich auf den Herrn verlässt, wenn man die ganzen Sorgen auf ihn wirft, sorgt er für uns. Und sieh da, es war nur eine kleine kurze Pause und im Moment habe ich genug Arbeit. Der Herr versorgt uns und segnet uns in allem. Also die Ereignisse der letzten 8, 9 Wochen haben die ganze Welt lahmgelegt und in Angst und Panik versetzt. Coronavirus, Corona-Pandemie, Corona-Krise. Die Menschen sind verzweifelt, verunsichert, sie haben Angst. Und wir wissen alle, dass Angst kein guter Begleiter ist. Also die Angst raubt uns Freude, raubt uns Energie, raubt sogar unsere Gesundheit. Aber wisst ihr, Angst ist nicht real. Der einzige Ort, wo Angst existieren kann, das ist unsere Vorstellung. Die Angst kann nur in unserer Vorstellung existieren, in unserer Fantasie. Und sie lässt Dinge fürchten, die in der Gegenwart nicht existieren. Ja? Jesus sagt immer wieder, fürchtet euch nicht. Das heißt, habt keine Angst. Und das steht in der Bibel ungefähr 50 Mal. Immer wieder sagte Jesus, fürchtet euch nicht. Corona, Krone der Angst. Und mein Thema heute ist Siegeskranz statt Corona. Wir lesen dazu aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Verse 7 und 8, schreibt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Ist das nicht eine tolle Zusage? Der Paulus schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wisst ihr, das ganze Leben ist ein Kampf. Aber ich sage immer wieder, besser ein Kampf als ein Krampf. Und da sagt er auch, den Lauf habe ich vollendet. Nun bekomme ich den Siegeskranz. Also wir leben auch unser Leben, wir planen, wir haben Träume, Wünsche. Wir fangen mal eine Ausbildung, machen eine Karriere, dann heiraten wir, bekommen Kinder, bauen vielleicht ein Haus und so weiter. Wir bemühen uns, wir investieren und irgendwann mal kommt das Ende. Na, alles hat ein Ende. Das Jahr geht zu Ende, die Jahreszeit hat ein Ende, dieser Frühling geht auch zu Ende oder haben wir schon Sommer. Die Schule, die Ausbildung geht auch zu Ende. Der Urlaub geht zu Ende. Man freut sich das ganze Jahr auf den Urlaub. Und so schnell geht er vorbei. Die Woche geht zu Ende. Dann kommt das Wochenende. Wir freuen uns endlich mal das Wochenende. Aber das Wochenende geht auch vorbei. Dann kommt der Montag. Ja, aber der geht auch vorbei. Und so geht das ganze Leben vorbei. Und es gibt viele Menschen, die versuchen, ihr Leben irgendwie zu verlängern, wenn sie wohlhabend sind, wenn sie viel Geld haben. Zum Beispiel der David Rockefeller, der ist mit 101 Jahren gestorben, vor 3 Jahren. Und er hatte, das war ein US-amerikanischer Milliardär, der konnte sich das leisten auch. Der hat 6 Herztransplantationen gehabt. Und man sagt auch, im letzten Jahr hat er seine 7. Gehabt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Und trotzdem ist er am Herzversagen gestorben. Was bleibt am Ende des Lebens? Was bleibt uns am Ende unseres Lebens? Und was können wir in die Ewigkeit mitnehmen? Können wir überhaupt
irgendetwas in die Ewigkeit mitnehmen? Gibt es ein Geheimnis? Gibt es irgendeine Formel dafür? Was könnten wir aus diesem Leben in das ewige Leben konvertieren? Wir glauben doch, dass unsere Seele ewig lebt. Ja, aber sie ist in unserem Körper und der Körper ist dazu bestimmt, dass es irgendwann mal stirbt. Und wir haben eine bestimmte Zeit, hier auf der Erde zu leben. Das ist äußerst wichtig, wie wir dieses Leben leben, für unser ewiges Leben. Das Ende kommt ganz bestimmt, ob wir das wollen oder nicht. Und jeder von uns, wirklich jeder, wird auch Rechenschaft vor Gott ablegen, wie wir hier gelebt haben. Wenn wir aus unserer Sicht das Leben betrachten, besonders die jungen Menschen, so mit 20, 22, weiß ich noch, man denkt, man lebt ewig. Das ganze Leben ist noch vor mir. Ich habe so viel Zeit. Aber wenn man das aus Gottes Sicht betrachtet, dann ist das Leben ein Auftrag. Jeder hat einen bestimmten Auftrag. Und Gott schaut auch, wie wir diesen Auftrag erfüllen. Ja? Und wir können das Ende vom Leben von einzelnen Personen betrachten, aber man kann auch das Ende des Lebens als Ende der Zivilisation oder Ende der Welt betrachten. Und in Matthäus Kapitel 24, Vers 3 bis 14 lesen wir, da traten die Jünger zu Jesus und fragten, wann wird das Ende? Wann ist das Ende der Welt? Und Jesus erklärt denen ziemlich ausführlich. Und da lesen wir ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren. Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Kriege gab es schon immer. Und Jesus erwähnt später auch den Anfang der Wehen. Und von den Schwangeren kennen wir das, wie die Wehen sind. Ja? Die fangen ganz leicht an mit größeren Abständen, dann werden sie stärker und heftiger in kürzeren Abständen. Genau das meint auch Jesus hier. Also Kriege gab es schon immer. Und es gibt so eine interessante Statistik. Ja? Seit 1500 Jahren nach Christus gab es ca. 600 zwischenstaatliche Kriege mit 242 Millionen Toten. Das 20. Jahrhundert war besonders kriegerisch. Im Ersten Weltkrieg starben 12 Millionen Tote. Im Zweiten Weltkrieg, ein paar Jahrzehnte später, waren das schon 55 Millionen Tote. Seit 1945 gab es ca. 250 Kriege mit 35 Millionen Toten, davon 70% Zivilbevölkerung. Also im 20. Jahrhundert 180 Millionen durch Kriege getötet von 250 Millionen seit 1500 Jahren. Das heißt, in 1400 Jahren 70 Millionen Toten und in nur 100 Jahren 180 Millionen Tote. Da sehen wir diese Tendenz, diese Wehen, die werden stärker. Ja. So, und ab Vers 7 lesen wir, sagt Jesus, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben, hier und dort. Lukas schreibt von Hungersnöte und Seuchen. Das alles aber ist der Anfang der Wehen, sagt Jesus. Dann werden sie euch in Bedrängnis überantworten und euch töten. Also heutzutage
Alle 5 Minuten stirbt ein Christ wegen seinem Glauben. So, und das alles, also die ganze Kriege, Erdbeben und Hungersnöte, das war schon, das haben wir beobachtet in der Geschichte. Ja? Aber jetzt kommt die Wende. Im Vers 9b sagt Jesus, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Das war noch nie. Wir sehen in bestimmten Zeitabschnitten und in verschiedenen Ländern wurden die Christen verfolgt, werden immer noch verfolgt und gehasst. Aber dass alle Völker die Christen hassen, ja, das war noch nie. Und Vers 14, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also die Gemeinde und das Wort Gottes, das gepredigte Evangelium, wird im Zentrum der ganzen Aufmerksamkeit, in der Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Welt sein. Ich weiß nicht, wie das, schwer zu sagen, wie das aussehen wird. Vielleicht wird sie für die Gemeinde wie ein Dorn im Auge sein. Vielleicht wird sie als Spielverderber dargestellt, vielleicht als Verantwortlicher für die ganze Unglückssachen, Erdbeben, für die ganze Katastrophen, weiß ich nicht. Aber sie wird mitten im Epizentrum der ganzen Aufmerksamkeit der Welt sein. Und in der letzten Zeit, in der Endzeit, wird auch eine sehr große Erweckung geben. Gleichzeitig auch ein sehr großer Abfall. Das ist nicht der Abfall in dem Sinne Müllabfuhr, sondern Abfall vom Glauben. Viele Christen werden leider auch vom Glauben abfallen. Sie werden diese Prüfung nicht standhaben können. Und Jesus sagt auch, wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Und da wird wirklich der Glaube allen Christen geprüft. Und die Bibeltreue und treue, gotttreue Christen, die werden dann wirklich im Mittelpunkt sein. Wenn wir in das Alte Testament schauen, gab es immer wieder solche Menschen, gotttreue Menschen. Einer davon war Mordechai. Er war ein Jude, einer von Weggeführten bei König Xerxes. Und damals wurden also viele Juden oder die meisten in Gefangenschaft genommen von den Persern. Und ja, er war Gott treu und war auch seinen Prinzipien treu. Und da war noch einer, ein Fürst namens Haman, den hat der König Xerxes erhöht über alle Fürsten und hat befohlen, dass alle Knechte vor ihm die Knie beugen und sich niederwerfen. Und alle taten es auch. Alle Knechte, steht geschrieben, haben sich vor ihm die Knie gebeugt, haben sich vor ihm verbeugt und vor ihm niedergeworfen. Außer Mordechai. Der hat seine Knie von ihm nicht gebeugt. Und sogar alle Knechte sagten zu ihm, warum machst du das? Du riskierst dein Leben und nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben von dem ganzen Volk. Aber Mordechai ist treu geblieben und ja, ihr wisst, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, dazu fehlt uns die Zeit, aber ihr wisst, wie das ausgegangen ist und Gott belohnt immer die Treue. Gott hat in der Geschichte absichtlich so ein Szenario immer wieder wiederholt, damit solche Imperien wie das Imperium von Xerxes, von Nebukadnezar, von Balthasar, solche gotttreue Menschen treffen. Solche waren auch zum Beispiel Daniel. Er hat jeden Tag, dreimal am Tag, das Fenster aufgemacht, sein Fenster aufgemacht. Und hat sich gekniet und gebetet. Man könnte sagen, ja, Daniel, das kannst du kannst das
versteckt machen, du kannst es heimlich machen, die Tür zu machen und zu Gott zu beten. Nein, er ist seinem Prinzipien treu geblieben, obwohl er riskiert hat, getötet zu werden, beziehungsweise in die Löwengruppe geworfen zu werden. Und zum Schluss wurde er auch in die Löwengruppe geworfen. Aber Gott hat ihn auch bewahrt. Wir sehen auch Schadrach, Meschach und Abednego. Sie haben sich auch ihre Knie vor dieser goldenen Statue nicht gebeugt. Sie waren treu. Sie sind treu geblieben, Gott treu geblieben und ihrem Glauben treu geblieben. Also Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen, das ist noch kein Ende. Das Ende kommt, wenn das Evangelium deutlich und verständlich und überall auf der ganzen Welt gepredigt wird. Wenn alle Menschen das Evangelium hören und wenn alle sehen, wie die Christen ihren Glauben leben und für ihre Überzeugung bereit sind zu sterben. Wenn alle Menschen und jeder vor die Entscheidung gestellt wird, dann kommt das Ende. Wir Menschen sind sehr begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt, unser Intellekt ist begrenzt, unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Wir sind auch emotional begrenzt. Und für alles gibt es ein bestimmtes Maß. Ja, morgens, wenn wir aufwachen, wir sind ausgeruht und haben ein bestimmtes Maß an Energie und Aufmerksamkeit. Und dann stehen wir auf. Was tun wir als erstes? Wir schauen auf das Handy, WhatsApp-Nachrichten. Gut, wenn wir den Bibelplan, diese Nachricht von Bibelleseplan aufmachen, aber meistens, ja, da gibt es so interessante Videos, so spektakuläre Videos und verschiedene Nachrichten und die geben unsere Energie aus, ja, die wird immer mehr und mehr verbraucht, unsere Aufmerksamkeit wird immer mehr verbraucht. Dann kommt ein Gespräch, dann kommt ein Telefonat, ja, und irgendwann mal ist unsere Energie ganz erschöpft. Jetzt eine kleine Geschichte von David. David kommt zum Schlachtfeld. Seine Brüder, ältere Brüder, sind mit dem Saul in den Krieg gegen die Philister gezogen und David kommt sie um sie zu besuchen. Seine Aufgabe war nur, ihnen das Essen zu bringen, nach ihrem Wohlbefinden fragen und dann gleich wieder zurück. So, er kommt dahin und gerade zu der Zeit, auf der anderen Seite vom Schlachtfeld, steht ein riesiger Mann und schreit irgendwas. David hört und reagiert. Wie reagieren wir auf Situationen, auf Herausforderungen, auf Probleme? Wie reagieren wir auf Informationen? Seelisch oder geistlich? Also meistens reagieren wir emotional. Die Situation können wir nicht verändern. Sie ist da. Aber wie wir darauf reagieren, liegt in unserer Verantwortung. Meistens leider emotional oder seelisch. Dabei verbrauchen wir viel Energie, viel Zeit, Finanzen für nichtige Dinge. Also der David in dem Fall reagiert geistlich. Er hatte geistliche Schule. Er kannte Gott. Er hat Zeit mit Gott verbracht. Und er war nicht persönlich beleidigt. Der Goliath verhöhnte schließlich nur die Israeliten und vielleicht auch Gott. Aber gerade das hat David stark getroffen. Er reagiert und geht dem Goliath entgegen und sagt ihm, du kommst mit dem Schwert und einer Lanze, ich komme aber im Namen des Herrn und ich werde dich töten. Gott könnte selbst dich töten, aber er hat dich in meine Hand gegeben. Aber im Leben Davids gab es auch andere Reaktionen. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Nabal.
Er wollte bei ihm ein paar Schafe nehmen oder nehmen, ja, und ein paar Brote. Er wollte mit seinen Männern was feiern. Und vorher hat er die Hirten von Nabal immer wieder beschützt und war immer freundlich zu denen. Und hier hat er gebraucht was zum Essen, wollte was feiern und hat Nabal um diese Schafe gebeten. Und was sagt Nabal? Wer ist David? Wer ist der Sohn Isai? Ich gebe ihm nichts. Und das hat David auch getroffen. Und er sagte, mal sehen, also in dieser Nacht, was aus dir wird. Er wollte ihn umbringen. Zum Glück kam die Frau von Nabal, die Abigail, ihm entgegen und hat das Ganze abgewendet. Sie sagte zum David, tu das nicht. Er weiß nicht, was er tut. Und wenn du ihn tötest, wirst du irgendwann mal bereuen. Ein paar Tage später wurde Nabal auch so getötet. Ja, Gott sorgte dafür. Und der David blieb unschuldig im Endeffekt. Wie reagieren wir auf verschiedene Situationen? Was bringen wir zum Tor der Ewigkeit? Wofür verbrauchen wir unsere Energie? Ich weiß noch, als wir im Jahr 2000 nach Mutterstadt gezogen sind, wir haben da ein kleines Haus gemietet. Und wie wir zu diesem Haus gekommen sind, da hat eine ältere Dame gewohnt und sie ist gestorben. Und das war eine Sekretärin und auch Ehefrau von dem Chef von Real, von Mutterstadt. So, und letzte Zeit, bevor sie starb, hat unsere Schwester Valentina Schulz sie gepflegt. Und sie, so sind wir auch zu diesem Haus auch gekommen. Und sie hat erzählt, dass die letzte Zeit, bevor diese alte Dame starb, also sie waren schon ziemlich wohlhabend. Die haben teure Teppiche gehabt, teure Gemälde und das Haus war schon sehr gut ausgestattet. Also sie waren wohlhabend. Und man hat gemerkt, wie sie an dem allem hängt. Und je mehr es zum Tod, also der Tod nahte, ja, hat man richtig gemerkt, wie sie sich daran klammert. Aber sie ist trotzdem gestorben und konnte auch nichts mitnehmen. Was können wir in die Ewigkeit mitnehmen? Was bleibt uns am Ende übrig? Im 1. Timotheus 6 lesen wir ab Vers 6. Es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir auch wieder verlassen. Werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Es macht richtig Freude, es macht Spaß, einem zufriedenen Menschen zu begegnen, Gemeinschaft mit einem zufriedenen Menschen zu haben, mit einem Menschen, der für alles dankbar ist. Und obwohl wir alles haben, trotzdem merken wir viel zu oft, ja, man sagt auch, wir meckern auf einem hohen Niveau. Weiter im gleichen Kapitel ab Vers 17 lesen wir, den Reichen musst du einschärfen, sich nicht auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Wir können alles genießen, was wir haben, ob wir viel haben oder etwas weniger, wenn du irgendwas kaufst und dich freust, wenn du von mir aus ein neues Auto kaufst und dich freust. Ja? Gott freut sich auch, wenn du dich freust. Wenn du ein neues Fernseher gekauft hast und dich freust, Gott freut sich auch. Du bist sein Kind. Ja? Genauso wie
Wir werden, wenn wir unsere Kinder beschenken und wie sie sich freuen, wir freuen uns auch mit ihnen. Also Gott gönnt uns auch der Reichtum, auch der Überfluss in dem Leben. Gott gönnt uns, aber es darf nicht an nichts unser Herz hängen. Ich sage auch immer wieder meinen Kindern, wenn wir irgendwas Neues erworben haben, es ist toll, es ist schön, es ist glänzt, aber ich sage, Kinder, es ist alles vergänglich, es wird rosten, es geht kaputt, das ist im Endeffekt alles nur Schrott. Es ist jetzt schön, aber mit der Zeit ist es nichts wert. So, weiter lesen wir Vers 18. Sie sollen Gutes tun, also die Reichen. Ja, reich sein, das ist auch so ein Begriff. Wer ist reich? Also manche, ich habe schon so eine Meinung gehört, wenn man das Haus gebaut hat, ist man reich. Ist man reich? Oder wenn einer eine Million hat oder 10 Millionen hat, ein Millionär, ist er reich? Also ein Milliardär schaut auf einen Millionär und denkt, was für ein armer Schlucker. Also reich sein ist relativ. Ich denke, wir sind alle reich. Wir leben in einem reichen Land und wir haben mehr als genug. Und Paulus schreibt weiter im Vers 18. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen. Das ist interessant, ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Ich habe erst neulich erfahren, aus einer Predigt erfahren, die Geschichte von Adidas und Puma. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, wie diese Firmen überhaupt entstanden sind. Also ich kannte es nicht. Das sind zwei Brüder, Adolf und Rudolf Dassler. Das sind Deutsche. Ja? Und sie haben eine Firma gegründet, die hieß auch Dassler. Beziehungsweise sie haben die Firma von ihrem Vater übernommen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. So, dann haben sie angefangen zu streiten, dann kam der Krieg. Der Adolf ist in den Krieg gezogen, der Rudolf hat mit dem Hitler war nicht so einverstanden, er hat eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, nach dem Krieg haben sie diese Firma Dassler geteilt in Adidas und Puma. Und die waren so zerstritten, dass sie ihre Büros auch geteilt haben. Der eine auf einer Seite vom Fluss, der andere auf der anderen Seite. Die ganze Stadt hat sich geteilt, sogar der Friedhof wurde geteilt, also die einen wurden auf einer Seite beerdigt, die anderen auf den anderen. Also so ein Hass, so eine Verbitterung. Die haben so einen Erfolg gehabt, ja? Haben immer noch, obwohl sie schon lange tot sind. Aber so eine Verbitterung, so ein Hass. Und als der Rudolf 1994 im Sterben lag, hat er nach seinem Bruder geschickt, dass er kommt. Und der Bruder, der Adolf, sagt dem Rudolf, ich vergebe ihm, aber sehen will ich ihn nicht. Das ist, was für eine Verbitterung, was für ein Hass. Und so ist er auch gestorben, sie haben sich nicht gesehen. Und so gingen sie auch in die Geschichte ein. Wie gehst du in die Geschichte ein? Wie gehe ich in die Geschichte ein? Was nehmen wir in die Ewigkeit mit? Was können wir überhaupt in die Ewigkeit mitnehmen, in das andere Leben? Jesus steht am Ufer, nachdem das alles passiert ist. Er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Die Jünger haben das halbwegs so mitgekriegt und dann sind sie alle fischen gegangen. Die haben die ganze Nacht gefischt, geangelt, ja, und nichts gefangen und ganz enttäuscht und müde. Im Morgengrauen kehren sie wieder zum Ufer zurück und sehen Jesus am Ufer stehen.
Sie erkannten ihn zuerst nicht. Und er ruft zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts gefangen? Sie sagten: Nein. Und er sagte ihnen: Wirft doch das Netz auf der anderen Seite, auf den rechten Seiten von eurem Boot. Sie haben das auch gemacht und haben einen riesen Fang gemacht, waren auch sehr erstaunt und kommen ans Ufer zurück und sehen, Jesus steht schon da am Kohlenfeuer und gebratener Fisch ist da und sagt: Kommt und isst. Und die haben ihn natürlich auch erkannt. Sie sind so froh und begeistert und entsteht und auch überrascht, entsteht so eine tiefe Gemeinschaft und sie reden miteinander. Ich kann mir vorstellen, sie haben sich umarmt und so glücklich und froh und reden so miteinander. Und mitten im Gespräch fragt Jesus den Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und alle sind still geworden und schauen auf Jesus. Und Petrus auch, so ganz verblüfft, spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagt Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Das heißt, sorge für die Meinen. Und das hat sich dreimal wiederholt, hat er ihn dreimal gefragt: Simon, liebst du mich? Zum Schluss war er so verlegen, der Petrus sagte: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und er sagt ihm wieder: Kümmere dich um die Meinen, sorge für Meinen. Stellt euch vor, ich würde eine Geschäftsreise machen, zum Beispiel nach Kanada. Und das ist zwar jetzt unwahrscheinlich in meinem Beruf, so eine Geschäftsreise zu machen, aber nehmen wir an, ich würde so eine Geschäftsreise unternehmen und plötzlich bricht diese Corona-Pandemie aus, die Grenzen werden geschlossen, ich kann nicht wieder zurück. Und aus irgendeinem Grund bleiben die Grenzen für immer geschlossen. Ich darf nie wieder nach Deutschland und meine Familie darf nie nach Kanada. Was meint ihr? Wenn ich mich an euch wenden würde, allen Respekt, die ihr mir erwiesen habt, alle Komplimenten, die ich von euch bekommen habe, die ganze Liebe, die ich von euch bekommen habe, ja, ich würde mich daran auch erinnern und euch sagen, ja, wenn ihr mich liebt, bitte sorgt für meine Familie, bitte sorgt für meine Kinder, weil ich kann sie nicht sehen, bitte sorgt für sie. Ich denke, der wahre Gottesdienst ist, wenn wir den Menschen dienen. Wenn wir unseren Nächsten dienen, denn das Herz Gottes ist bei Menschen. Was nehmen wir in die Ewigkeit? Wir nehmen nur das mit, was der Heilige Geist durch uns gemacht hat. Das hat natürlich er gemacht, aber er hat das durch uns gemacht. Das sind die Dinge, die durch den Heiligen Geist inspiriert sind. Wenn du jemandem geholfen hast, vielleicht beim Umzug, vielleicht beim Tapezieren, so praktische Dinge, wenn du jemanden mit dem Geld gesegnet hast, wenn du die Gemeinde mit dem Geld finanziell unterstützt, weil die Gemeinde ist die Braut Jesu. Wenn du nachts aufstehst und in dein Kinderzimmer gehst, ja, wo deine Kinder schlafen und sich vor ihnen kniest, sie schlafen
die kriegen gar nichts mit. Aber du segnest sie. Ja? Du legst deine Hände auf und segnest sie. Ja? Wenn du auch einfach in der Küche stehst und kochst und nicht mit so einem Gesicht, oh, wann hört das endlich auf? Nein, du machst das mit Freude und wenn deine Kinder, deine Familie essen, du freust dich und segnest sie. Ich denke, das sind diese Momente, wenn wir vom Heiligen Geist inspiriert sind und für die anderen was Gutes tun. Ja, das können wir in die Ewigkeit mitnehmen. Wenn jemand sich an dich erinnert, mit einem Lächeln im Gesicht und ist dankbar dafür, was du für ihn getan hast, das kannst du in die Ewigkeit mitnehmen. Das ist das, was am Ende uns bleibt. Soll es gelten? Seid gesegnet. Ich habe euch alle lieb. Amen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend
deren nach dir auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend, deren nach dir auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend, deren nach dir auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdringt dich. Er ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich. Thank you.